Hallo, willkommen zurück zu Avodion. 1200 Leute, oder? Ich habe 814 Leute jetzt momentan. Ja, hallo, machst du die mal hier wieder raus? Ich dachte, der macht das automatisch, wenn da zu viel drin sind, dass er dann wieder welche rauszieht. Anscheinend nicht. So, wir müssen da mal ein bisschen was rausnehmen. So, was haben wir hier? Wir nehmen mal 10 Schritte, komm. Ach so, geht nicht. Okay, dann. Oh, geil. Maschinen Geschützturm. Elten. Graben 1450. So, habe ich jetzt hier noch? Drei Stück habe ich noch. Okay. Aber ich glaube, das passt schon, weil ich meine, die werden ja noch besser und so. Das passt schon. Hier? Kann man auch so ein bisschen einsparen. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Und könnte man hier eigentlich auch nochmal einsparen, weil wir hier auch weniger Leute insgesamt wieder haben. Aber ja, ich. Wie viel haben wir hier jetzt noch? 70. Ja gut, das reicht auf jeden Fall. Ich entlasse die alle. Ich entlasse die alle komplett. Lohnen, ach so. Tschüss. So, ich habe mal meine Besatzung wieder ein bisschen optimiert. Ich zahle jetzt nur noch 105.000. Also, ich finde das mit den Ausbilden irgendwie super. Hier? Hier gibt's. Ah! Sah auf den ersten Blick gar nicht danach aus. Verkauft. Feuerkraft um 30.000. Okay, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel. Also nicht ganz so viel, ich habe nur 29.000 oder so. Ach nee, ich habe jetzt auch 200. Durch den neuen Abwracklaser habe ich ein bisschen mehr. Okay, habe ich 32.000. Wobei, der Abwracklaser ist halt, naja. Nur gut, wenn du halt direkt nah dran bist und so. Weiß ja selber. Und wann bist du mal so nah dran und wann hat er mal kein Schild mehr? Ja, dann, wenn du mit den Rayguns eh wegpustest. Warte mal. Ja, aber da gibt's ja nicht viel, ne? Dann vergiss den Fall. Na komm. Okay. Probebohrung. Ja, okay. Ja, andererseits. Ach, warum nicht? Warum denn nicht? Muss dann die Erze unbedingt mal zum Ressourcendepot schaffen. Und dann fliegen wir noch ein bisschen näher an die Mitte ran, würde ich sagen. Und gucken mal, ob es da neue Gegner gibt oder so. Oder wir suchen einfach nochmal was Ähnliches wie hier. Ähnlich weit weg. Wieder mal durch.
Mal gucken, Vollbohrung. Ja, okay, nichts, was wirklich geil ist. Ja, was ist das? Die manche Blöcke scheinen tatsächlich sinnvoll zu sein, vielleicht aus Organite zu bauen. Wenn ich mir das Schiff hier so angucke. Also, ich weiß ja nicht, ob die immer sinnvoll gebaut haben, das ist immer die Frage. Man muss das mal. Ich hatte noch nie ein Arborion geschützt. Okay. Ein Maschinengeschützturm, selten. Schaden 1415. Runde, Schaden 7,8, Feuerrate 14. Boah, Reichweite 4. Ich könnte auch mal schauen, ob ich irgendwie was Besseres noch habe an Geschütztürme. Genauigkeit 4. Ah. So, oh, da ist noch. 0,5 Sekunden. Nö. Nö. Kanonengeschütz. Ah, ich bin mal. Blitz. Oh. Was haben wir momentan drauf? Angreifenden Sektor. Ja, das wäre schon besser. Wir machen mal so eins. Ach so. Oh. Ist ein bisschen groß. Ein bisschen viele Slots. Das ist auch ein bisschen groß. Die sind alle so groß, ne? 5 Slots, 5 Slots, 5 Slots. Eigentlich ist unser Geschütz gar nicht so schlecht, ja? Wollte. Wollte Raygun Tesla. Lass mal. Mehr Schaden gegen Schilde. Vielleicht das mal noch testen. Und das hier war mein Blitzgeschütz, oder? Das war das, was ich drauf hatte. Kann das sein? Machen wir das mal so. Wir nehmen mal dieses Tesla-Geschütz. Zum Ausprobieren. Zum Ausprobieren. Moment. Wie viel Reichweite hat das Ding? Abhauen. Reichweite? Nee, komm, 5 Kilometer. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Wir nehmen den Favoriten, wir nehmen den hier. So, der hat wenigstens genau die 16 Kilometer wie die anderen auch. Das passt, das ist schon okay. Ah. Okay. So. Einfach. Weil ich habe ja keine Lust, dass ich ja direkt neben dran stehen muss, um mal was zu treffen. Wobei ich auch nichts treffe, wenn es weit weg ist. Das ist natürlich auch klar. Aber egal. Allein die Möglichkeit zu haben. Allein die Möglichkeit zu haben. Das ist doch was wert. Auch noch was. Ja. Also hier könnte man tatsächlich eine Weile sich aufhalten und immer wieder was Neues finden, was man abbauen kann. An Arborion Zeugs wahrscheinlich.
Obwohl man schon so viel abgebaut hat, wird man hier wahrscheinlich immer wieder fündig. Das ist schon... Aber der bleibt einfach mal auf einer Stelle. Ich hätte gerade eine Idee, wie das gehen könnte, dass man Güter hin und her schiebt. Shuttle. Nö, nicht Shuttle, sondern mit einem Allianzschiff tatsächlich. Ein Allianzschiff in die Mitte stellen. Braucht ja nur ein Cargo sein und hier da reinschieben und von dem Cargo dann wieder zu mir schieben und dann kann ich das wieder kaufen. Aber du bist ja eh gleich so weit, oder? Du müsstest ja jetzt eh. Bist ja schon eine Weile dran an der Reportation gewinnen, also von daher. Ich bin dran, ja, fehlt mir. Dann kannst du das auch selber bauen, das ist ja. Ist mir gerade eingefallen, so könnte es gehen. Ja, wir sind ja dran, einen Gegner zu erledigen. Ja, einfach Gegner kaputt machen, das passt schon. Oh, ey. Ah, oh, sie sind blau, wir sind gut. Junge, Junge, Junge. Hm? Ja, wir sind, Was passiert eigentlich, wenn ich ein Schiff anfange zu reparieren? Weiß nicht. Probier es aus. Anfangen zu ich mach's jetzt. So, da hier ist er. In der Mitte ist doch noch was Rotes. Ja. Schön. Suche nach dem Schatz. So. Da unten ist Cobra. Ist ein Ressourcen. Ne. Ein Ressourcen. Da hinten ist eins irgendwo. Hier. Das ist eins. Hier ist auch eins. Was habe ich hier? Großer Astro. Ja. Wir könnten aber auch neue grüne Sektoren mal erforschen. Könnten wir auch tun. Machen wir mal. Komm. Mal was Neues sehen. Piep. Los geht's. Oh Gott. Zeit vergeht so schnell. Ist ja schon wieder so spät. Oh. Hier steht ein Schiff von Sechsen. Die sind... Die waren schon vor uns hier. Die waren schon vor uns hier. Die waren schon vor uns in der Barriere. Was wollt ihr noch? Die waren schon vor uns hier. Ja, ich habe andere Probleme. Meine Station schießt it. Okay. Ist auch oder nix. Bewiesen alles auf eins. Nix schießt da. Nix. Super. Wenn du einen Kapitän reinsetzt und diese Position verteidigen angibst? Dann ist gleich am Arsch. Schild ist schon weg. Toll, warum schießt die Scheiße?
Oh, hier. Im Weg hier an ihren Käfer Eisfeld. Asteroiden. Ja, auch nichts treffen, wenn Asteroiden alle im Weg sind. Habe ich. Ah, das sind Asteroidenrings. Oh, Entfernung. Ich kann das gerade gar nicht fassen, dass die in so kurzer Zeit hier im Inneren drin waren und ja. Wahnsinn. Die waren schon hier. Das ist doch der Wahnsinn. Die haben wahrscheinlich auch den Boss schon. Bosskammer. Das ist ja mal übel. Das hätte ich ja nicht gedacht. Also die sind wesentlich schneller gewesen als wir. Wesentlich. Ja gut, man müsste halt wahrscheinlich mit mehr Schiffen in der Flotte arbeiten. Man müsste halt wahrscheinlich mit Flotten arbeiten, dann würde das vielleicht schneller gehen. Das könnte sein. Schießt die jetzt selber? Ah, mit einem Geschütz. Auch hier mehr Geschütz. Besonders gut trifft die Station aber nicht. Hä? Besonders gut trifft die Station aber nicht. Ja, weil ich müsste ringsherum mehr Geschütze setzen. Ich habe aber eine Update-Slots frei. Okay. Mein Problem. Hier. Asteroiden hin. So, erst ab.
Okay. Ja, aber schieß jetzt auf mich, ich falte es wieder noch. Ich habe extra einen übrig gelassen, damit man das mit der Station testen kann. Baumodus durchgehend. Wo ist er? Baumodus. Auf eine volle Entfernung, deswegen. Ja, ich habe ihn mal weggemacht. Gut, ich denke, die haben halt schon öfter wahrscheinlich Avorion gespielt. Hast du gerade auf mich geschossen? Ah. Okay. Die haben halt wahrscheinlich schon öfter Avorion gespielt und die wissen halt wahrscheinlich genau, was man wann am besten macht und so weiter. Und haben halt wahrscheinlich auch schon etliche Schiffe vorgebaut, damit sie das nur laden brauchen und dann auf geht's. Ja, und wir sitzen halt hier und, also ich zumindest, und baue meine Schiffe selber. Guck, wie es irgendwie läuft, wie es irgendwie geht. Ja. Das dauert halt auch eine Weile, das ist ja auch klar. Und Learning by Doing und so, ne? Also das. Ja, man lernt nie aus. Nach 1 kommt 2. Ah ja, ja. Oh, jetzt kommt nicht um. Viel Spaß. Hä? Viel Spaß. Spaß. Die Asteroiden müssen alle weg. Ah, ich wollte mein Cargo leeren. Verdammt. egal. Oh. Xotan. Wie praktisch. Hardcore Xotan Corvette. Okay. Ja. Nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Einmal weg. Oh, hier gäbe es Avorion. Ich hab's angetitscht, das war ein bisschen doof. Wo bist du da? Direkt nebenan. Ja, aber hallo. Ja gut, aber so viel gibt's hier gar nicht so viel. Total. Das war ein bisschen übervorsichtig, glaube ich. Aber besser so als anders. Drum. Er trommelt ja.
Retrosektbarer darf ich immer. Denn auch man da andocken kann. Docken nämlich heute an, wenn die Astros im Weg was bei der Kohlemine auch schon. Alles vollgestanden, da kommt kein Händler an. Okay. Alter, ist doch noch einer am Leben, oder? Ach, der lebt noch. Alter, weil das Astros im Weg. Ich hab den nur nicht gesehen von lauter Lohnfeuer. Dem hatte ich auch bei alle Astros machen. So hatte ich noch nie das Problem, dass da keiner hinkam. Da steht nämlich auch schon einer und kommt hier dran, weil Astros im Weg. Die auch hoch und dann wird hin. Mein Cargo füllt sich mit Avodion. Sehr schön. Ach, die großartige Platzsicht. Und anderem Schrott. Eigentlich müsste man wahrscheinlich sein komplettes Schiff aus Avodion bauen. Wenn das das perfekte Material ist. Oder? Aber so viel wurde und werden wir wahrscheinlich auch die Schnelle nicht zusammenbekommen. Oh Mann, habe ich tatsächlich sechs ein Schiff gefunden. Hier innerhalb der Barriere. Ich fasse es nicht. Aus. Aus. Es ist selbst gebaut, so viel steht fest. War hier das Schild? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Aber es sieht so aus, als ob das nur ein Teil seiner Flotte wäre irgendwie. Hilfe, Hilfe, hohe Belohnung, das hört sich wieder so bescheuert an eigentlich. Leerer Sektor oder bei anderen Schiffen, Fraktionen? Leerer Sektor oder bei einer Fraktion? Irgendwie so halb leer irgendwie. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da war nichts Besonderes irgendwie. Falscher Notruf war, wusste ich so.
Kann ich sagen, erst die sollen bei diesen die Docks andocken, geht das auch irgendwie. Dass du denen sagst, sie sollen nur da oder dort andocken müssen. Ja. Du musst halt die, die du nicht haben willst, abbauen, die Docks. Bei aktiviert also. Also wo der Strahl ist, kommt sie rein. Und wenn da mit Arschstrahl ist vorne frei besetzt ist, dass sie wenden können. Nämlich nur die Schiffe weg oder die Astros weg, wo genau vor der Schnauze sind. Links und rechts sind, lässt der Astros stehen und da kommt dann kein Schiff rein. Hab ich? Naja, aber hat nie das Problem, dass das nicht ging. Hab sie immer Problem. Ohne Problem war's. Beim Erz, da habe ich erst ringsrum alles abgemeinert komplett, dass ich das los hab. Heißt einer von diesen Entwickler Frank? Keine Ahnung. Musst du gucken. Punktisch, Frank, kannst du mich hören? Muss man nachgucken auf der Internetseite, da stehen die alle drauf. Aber sein kann das schon. Ist von hier. Geht schon gut, dieser Abwracklaser, muss ich schon sagen. Ist schon echt begeisternd. Bam, 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 bam. Schön. So. Wie gesagt, ich würde mal am besten dann gucken, was man aus was machen müsste, damit es. Jetzt mal, wo war's? Am Kohleplaneten? Schiff beladen? Am Piraten? Schiff niedergeschossen? Ich hab gerade die Güter genommen, hab's gekauft. Okay, Doppelgewinn, also perfekt. Bomben?
Was hast du momentan so an Geld? Ich meine, du hast erst eine Station gebaut, wahrscheinlich nicht so besonders viel, oder? Ölbohrturm habe ich ja auch noch. Das ist auch sehr komisch. You pay credits to pay the crew of Ölbohrturm. schön. Da muss man noch ein bisschen ran, glaube ich. Wann war um zweimal? Das sah gerade aus wie ein USB-Stecker, kurzzeitig, rechts im Bild. Das war ich, bevor ich es ganz weggeschossen habe. Das sah echt aus wie... Also, hatte ich so im Kopf, das sieht aus wie ein USB-Anschluss. Oh Gott. Ich habe gerade wieder was im Kopf, was ich loswerden möchte. Und ich nicht weiß, was ihr hören wollt. Ich sag's einfach mal. Hier in den Nachbarort, das ist Nachbarort ein paar Kilometer weg, da gibt's so einen Badeweiher. Und... ja, da war wohl eine Familie aus Norddeutschland zu Besuch, irgendwie. Und mit einem Kind. Und das Kind ist irgendwie von so einem Steg einfach kopfüber ins Wasser reingesprungen. Und hat sich dabei verletzt und war dann im Querschnittsgelähmt. Und jetzt hat ein Richter, hat ein Gericht entschieden, dass die Stadt jetzt Schadensersatz praktisch zahlen muss. Ach guck, ich hab Platz gemacht und jetzt docken sie an, auf einmal. Und die Stadt praktisch schuld dran ist, dass der Junge sozusagen jetzt querschnittsgelähmt ist. Pink Mini hat Geld eingebracht, 154.000. Jetzt habe ich Platz gemacht, jetzt klappt's auch. Und ich denke mir so, wieso ist da die Stadt verantwortlich? Auch wenn die doch die auch. Eltern daneben standen, dann haben doch die im Endeffekt die Aufsichtspflicht verletzt, weil die müssen doch dann aufpassen, dass der Kerl nicht so dumm ist und einfach in irgendein Wasser reinspringt, ohne zu wissen, wie tief es ist. Man muss erstmal gucken, ob das funktioniert. Ja. Naja. Muss erstmal schauen, wie tief ist es denn da überhaupt? Kann das funktionieren, wenn ich da einen Körper reinmache, dass ich eben nicht unten aufschlage, da muss ich erst mal gucken. Piraten mal irgendwo gefunden? Piratennest? Nö, wieso? Und wenn das eben nicht ausreichend ist, wenn das nicht passt, dann kann ich halt nicht einfach reinspringen. Naja, das nächste ist ja, wenn die jetzt verantwortlich sind, also die hätten da ein Schild aufstellen müssen und ja, eine Eisenkette drum machen, so in der Richtung, dass da keiner auf diesen Steg geht und so weiter und so fort. Ja, der ist halt dafür da, dass man sich da vielleicht auch mal hinlegt oder wenn man vielleicht mit einem Schlauchboot rumrudern will, dass man da anlegen kann und so. Und nicht dafür da, dass man da kopfüber reinspringt vielleicht. Also, ja. Naja. Fremdes Gewässer, fremde Leute und einfach mal kopfüber irgendwo reinspringen. Das ist eine super Idee. Naja. Und dann auch noch Recht bekommen. Also das verstehe ich heute überhaupt nicht.
Ich meine, klar, wenn jung ist natürlich echt schade, aber im Endeffekt hätte man den vielleicht vorher sagen sollen, pass auf, spring nicht einfach überall kopfüber rein. Also macht ja auch keiner. Normalerweise. Normalerweise springt doch keiner einfach irgendwo vom Rand in den Tümpel. Macht ja keiner. Weiß ja nie, wie tief es ist. Alarm, Alarm, eine Also hilft große, es ja auch nichts, wenn du den Steg, Scheiße. Wenn du den Steg wegmachst, hilft es ja gar nichts. Im Endeffekt, weil das Problem ist ja, der kann ja vom Rand genauso reinhüpfen. Dann musst du ja eigentlich um den ganzen Badeweiher einen Zaun rumziehen, musst sagen, ja, hier, überall stellen wir Schilder auf und sagen, nur betreten, wenn du dir sicher bist, dass du nicht vom Rand reinspringen willst. Kopfüber. Also, das ist doch dumm. Gehen wir halt dahin, wenn es da nicht geht. Da geht's. Oh. Guck an. Notruf. Da hinten. Ich weiß nicht, hier gefällt es mir glaube ich besser. Ich meine, also uns hat man das als kleine Kinder schon erzählt, dass man niemals einfach so ins Wasser reinhüpft, dass man da immer erstmal guckt, liegt denn da ein Stein oder sonst was. Und erst dann, wenn man weiß, ey, es ist safe, es ist alles gut, dann ist das in Ordnung. Und wir, wenn uns früher verletzt haben, wir waren selber schuld. Da hieß es nicht, oh, da ist der und der schuld, keine Ahnung, sonst was, hau mich blau. Nee, nix. Wenn du dich verletzt hattest, dann warst du dran schuld. Ach, ja, aber das ist langsam auch ganz bös weh. Hm, was macht bös weh? Was, die Übel, die auf mich schieße, ja. Okay. Als Tesla andauernd auf mich schießt. Da schießt er. Was Tesla Scheiße. Oh, weg, ist ja gut. Das wäre ein Dingenschiff gewesen. Aber gut, finden bestimmt. Avorion finden wir bestimmt noch ein bisschen was. Das ist schon okay. Wir müssen nicht jedes bisschen. Der Kamin hält sich gut. Ja, dann. Fliegt aber mal hier vorne vorbei. Alles vorbei mit dem Ziel. Gut. Ach, du sechs. Aufgrund von Unruhen wurde das hier scheiße. 39.000 Feuerkraft hätte der Gegner hier. Okay. Ich habe geschrieben, ein Gegner ist immer stärker als alle anderen. Und das ist ja aber hier mit 39.000. Okay. Mal schauen, wie er aussieht. Mensch.
Der ist aber weit weg. Naja. Treffe ich ihn mit dem Blitz? Nee, auch noch nicht. Weggesnipert. Okay. Im Endeffekt sind Dragons ja, ja Sniper, ne? Weil so weit wie die gehen, das ist schon Hammer. Und vor allem schnell. Nicht so irgendwie zu Raketenwerfer oder so. Von auch. Abtrag, so wie es aussieht, hey. Der eine halbe Stunde braucht, bis er mal ankommt. Darfst du jetzt einen bauen? Darfst du jetzt schon einen Geschützturm bauen? Ja, ja, aber ich bin jetzt erstmal halb schon ab. So, alles umgebaut auf Bergbau. Ich muss auf ab. Ja, ich baue nicht mehr oben. Das ist mir zu doof. Ich mache nur noch Abracken, das macht wenigstens Spaß. Hier, wenn es die Schiffe zerlegt. Sehr schön. Ah, guck. Weit weg. Aber jetzt. Geht doch. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, hier sind keine Schiffe mehr, Kriegsschiffe. Schon alles abgebracht. Ah, nee, alles zerstört. Alle. Wer mal weiß, schicken die doch dann Verstärkung irgendwann. Weil ihr Habitat hinüber ist. Ach, das Habitat ist kaputt. Nein, noch nicht. Und wenn das angegriffen wird, dann müssten sie eigentlich Verstärkung schicken. Haben eine Meldung aufgrund von Unruhe. Genau, zuerst kommt die Meldung und dann kommt Verstärkung normalerweise. Haben aber nichts, weil ich da war. Wir hatten ja mich als Verstärkung, also oh, sein.
Meinst du, die haben fest mit dir gerechnet? Wenn ich dachte, aber ja, wenn er zerstört ist, dann schicken. Lange lebt, braucht er keine. Okay. Ich lass mal Ärzte drauf hingehen. Oh, und die. Oh Gott, und die Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Oh Gott, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.